السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Als الطفيل رضي الله عنه versuchte, sein Volk zum Islam zu rufen, berichtete er: Ich kehrte zum Gesandten zurück und mit mir Abu Huraira. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn sah, fragte er: Was ist los, O Tufail? Ich antwortete: Herzen, die einen Vorhang haben und deswegen die Wahrheit nicht sehen und einen starken Unglaube. Die Schändlichkeit und Aufsässigkeit kontrolliert überdaus. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand auf, vollzog die Reinigung und betete. Nach dem Gebet hebte er seine Hände in Richtung Himmel. Abu Huraira berichtet: Als ich ihn sallallahu alaihi wasallam so sah, hatte ich Angst, dass er sie verdammen wird und so untergehen werden. Ich rief: O mein Volk! Doch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: O Allah, leite das zum Rechten. Leite das zum Rechten. Leite das zum Rechten. Er blickte zu At-Tufail und sagte ihm: Kehre zu deinem Volk zurück. Sei sanft mit ihnen und rufe sie zum Islam. At-Tufail radiallahu anh erzählt: Ich blieb bei Daus und rief die Menschen zum Islam. Während der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam nach Medina wanderte. Die Schlacht von Badr verging, Uhud und auch Al-Khandaq. Erst dann reiste ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam mit 8 Familien von Daus, die den Islam annahmen. Der Gesandte Allahs war fröhlich darüber und gab uns einen Anteil von der Beute, die sie in der Schlacht von Khaybar gewonnen haben. Wir sagten: O Gesandter Allahs, lass uns an der rechten Seite in jedem Krieg kämpfen und unser Motto soll Mabrur heißen, was akzeptiert oder gerechtfertigt bedeutet. At-Tufail radiallahu anh sagte: Ich blieb an der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bis er Mekka erobert hatte. Daraufhin bittete ich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er mich zu Dhu Kaffain schicken soll. Die Statue von Amr ibn Hamama, damit ich sie verbrenne, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewährte ihm das. So ging er versteckt mit einer Gruppe von Soldaten dorthin. Als er dort ankam und ihn verbrennen wollte, versammelten sich die Frauen, Männer und Kinder, warteten, dass ihnen was Schlechtes passiert, wie ein Blitz vom Himmel. Doch er kam der Statue näher in Anwesenheit der Leute, die ihn anbeteten, zündete ihn mit der Flamme an und trug ein Gedicht vor. O Dhul Kaffain, ich bin nicht von deinen Anbetern. Unsere Geschichte ist älter als deine Geschichte. Gefüllt habe ich dein Herz mit Feuer. Als sodann die Statue in Flammen ging, ging mit ihr auch die gebliebene Vielgötterei im Volk los in Flammen. Und so nahm das ganze Volk vom Herzen den Islam an.